Bereit? Suka? Ja? Du hast noch einen wichtigen Termin. Oh ja, stimmt. L'argent sans taille fait sans ce star. Irgendwann kommt er immer da. Irgendwo geht die Türen auf. Vielleicht noch mal ganz ein schmales Spalt. Und etwas steht auf irgendetwas drauf. Irgendwo geht die Türen auf. Irgendwann ist mein Glück heim. Schmeckt's wieder wie daheim. Irgendwann ist mein Glück heim. Suki, was für eine Woche. Zuerst der Meistertitel und jetzt hast du unterschrieben für 2 Jahre plus Option. Wie geht es dir? Ja, alles ist gut. Sicher eine fantastische Woche. Nach der Meisterschaft. Ich habe unterschrieben für IBE für noch 2 Jahre. Wir haben lange gewartet auf diesen Moment, Miralem Soleimani. Warum hat es so lange gedauert? Ja, es war nicht einfach, aber am Schluss ich bin sicher, dass ich mache eine gute Entscheidung. Meine Familie fühlt sich sehr wohl in Bern. Und für mich auch das ist wichtig. Und ich habe selbst gute Gefühl hier im Verein. Du hast uns immer einen Titel versprochen, Miralem, jetzt hast du den gebracht. Was sind deine Ziele in den nächsten 2 Jahren mit IBE? Ja, na sicher. Ich will bleiben mit hohen Zielen. Und ja, darum ich bin noch hier. Jetzt kurz noch der Blick zurück auf die letzten paar Tage. Natürlich die Unterschrift ein Riesenhighlight, aber auch die Feier in Barcelona. Wie war das für die Spieler? Ja, war sehr gut. Wir haben sehr gute Zeit zusammen und natürlich war wir verdient. Und ja, am Schluss wichtigste, dass wir waren zusammen und dass wir haben eine schöne Zeit. Es war dein 10. Titel, den du geholt hast in deiner Karriere. Wenn du ihn vergleichst mit all den anderen, mit Ajax, mit Benfica und so weiter, wie war dieser Titel? Ja, ich muss sagen, dass das ist eine vielleicht wichtigste Titel. Und ich bin hier, das ist meine 3. Jahr. Und der Verein wacht vor einem Titel sehr lange Zeit. Und ja, diese, ich kann sagen, das ist eine spezielle. Warst du schon in der Stadt? Hast du mitgekriegt, wie crazy das alle Fans gefeiert haben? Nein, ich war sehr schön, Leute zu schauen, wie viel Love. Liebe für diesen Club-Verein habe und ja, war sehr fantastisch. Jetzt bleibst du also noch mindestens 2 Jahre hier. Wir freuen uns gewaltig. Danke. Ja, danke vielmals. Freue mich auch. Christoph Speicher, die Erfolgsnachrichten reissen nicht ab. Der Vertrag mit Miralem Soleimani ist um 2 Jahre mit Option verlängert worden. Die nächste Erfolgsmeldung für IBE. Ja, ich denke, es ist eine sehr, sehr erfreuliche Meldung. Wir sind absolut happy, dass sich Miralem für uns entschieden hat. Wir waren schon lange im Gespräch und das war sicher nicht einfach für ihn. Er ist ein super Spieler, hat natürlich das Interesse von verschiedenen Clubs auf sich gelenkt. Aber wir haben immer gespürt bei ihm, dass er eigentlich bei IBE bleiben will. Und ich glaube, er hat einmal mehr damit eben unterstrichen mit dieser Vertragsverlängerung, dass das nicht leere Worthülsen sind, sondern dass er sich für sein Herz entschieden hat und vielleicht nicht für den, wo er am meisten Geld hat können verdienen. Da hat es sicher andere Vereine gegeben. Aber wir freuen uns absolut, dass er diesen Weg mit uns weitergeht. Kann man Miralem Soleimani in 4 Worten zusammenfassen? Fußballer ist top, menschlich top. Ja, das trifft sicher genau. Ich meine, Fußballer ist, haben wir alle gesehen, was er für Qualitäten hat. Er war diese Saison absolut einer der Schlüsselspieler gewesen, dass wir den Erfolg feiern konnten, den Schweizer Meistertitel feiern konnten. Als Mensch, natürlich wir, die mit ihm arbeiten, haben wir ihn unglaublich gern.
Er ist sicher auch ein absoluter Eckpfeiler, eben auch neben dem Platz für die Mannschaft. Er ist ein Spieler mit Erfahrung, hat in verschiedensten Ligen gespielt. Er ist vielleicht nicht der, der in Garderobe rumschreit und die Mannschaft anpeitscht. Das ist vom Naturell her nicht. Aber ich habe immer gesagt, er ist für mich mit seiner menschlichen Art eben ohne Leader. Er ist einer, der genau spürt, wenn ein junger Spieler mal ein bisschen Support braucht, wenn das vielleicht dem einen oder anderen nicht so gut geht. Und er ist zusammen mit dem Steve von Bergen, mit dem Seku Sanogo, mit dem Guillaume Varro, Marco Wölfli und noch ein paar anderen, ist er ein absoluter Eckpfeiler. Ein extrem starkes Zeichen von IB im Hinblick auf die Zukunft. Was heisst das für die neue Saison? Ja, ist klar. Wir haben etwas Unglaubliches dürfen erleben am Samstag. Aber unser Ziel ist natürlich auch nächste Saison wieder eine absolut kompetitive Mannschaft auf dem Platz zu haben. Wir haben Ambitionen. Wir haben wir wollen in der Schweiz vorne mitspielen. Jetzt haben wir den Titel geholt. Wir wollen unbedingt den zweiten holen. Wir sind überhaupt nicht satt. Das Cup-Finale wollen wir gewinnen. Und dann wollen wir auch nächstes Jahr unsere Ambitionen haben. Und der Miral ist da sicher ein wichtiges Puzzleteil. Christoph Schücher, herzliche Gratulation zu dieser Vertragsverlängerung und alles Gute weiterhin in dieser fulminanten, turbulenten und wunderbaren Saison. Merci vielmals. Schmeckt's wieder heim. Irgendein ist find's glücklich.